Hallo zusammen. Ja. Ich freue mich auch wieder hier zu sein und ich freue mich, dass ihr alle auch so zahlreich gekommen seid. Auch dieses Jahr geben wir wieder Spenden an befreundete Vereine und Vereine, die wir gerne unterstützen. Zuerst möchte ich bitte Astrid von fix.tv zu mir bitten. Hallo, liebe Astrid, erzähl einmal kurz, was macht ein Fixpunkt und wofür benötigt ihr das Geld? Ja, also Fixpunkt ist ja ein Verein, der seit 35 Jahren existiert. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch oder haben schon mal von uns gehört, weil wir seit Anfang an, seitdem es HIV-AIDS gibt, eben die HIV-Prävention und die Hepatitis-Prävention bei Menschen, die Drogen gebrauchen, uns darum kümmern. Fresse? Ja, ich versuche noch lauter zu sprechen. Fixpunkt macht die HIV-Prävention und Hepatitis-Prävention bei Menschen, die Drogen gebrauchen, überwiegend im öffentlichen Raum. Also wir sind an den Orten, wo die Leute auch leben. Wir machen auch viele Testangebote und wenn Leute HIV-positiv oder Hepatitis C-positiv sind, versuchen wir auch, die Leute in medizinische Versorgung zu bringen, auch wenn sie keine Krankenversicherung haben. Wir arbeiten mit vielen Menschen, die von Kriminalisierung betroffen sind, also sei es durch den Drogengebrauch oder durch das Aufenthaltsrecht. So, und insofern wurden wir die Spenden, die wir von euch dieses Jahr wieder bekommen, wo ich noch betonen möchte, wie wichtig das auch für uns ist, als Verein, der eher als Drogenhilfeverein agiert, aber eigentlich sich doch zu Hause fühlt in der AIDS-Hilfe-Bewegung, dass wir sozusagen auch repräsentiert durch euch den Support aus der queeren Community bekommen. Nicht nur finanziell, sondern eben auch ideell und auch strategisch und politisch und auch menschlich. Dafür wollte ich mich bedanken. Erstmal könnt ihr gerne mal klatschen. Ja. Und die Spende wollen wir verwenden. Wir bekommen ja staatliche Förderung für unsere HIV-Prävention, aber es gibt immer noch Dinge, die wir nicht bezahlen können über die staatliche Förderung. Und es sind in erster Linie jetzt anwaltliche Vertretungen, also nicht nur Rechtsberatung, sondern wenn jemand noch mal einen Anwalt für eine Mandantschaft braucht oder eben auch eine medizinische Versorgung, was nicht immer über die Clearingstelle oder über solidarische Netzwerke abgedeckt werden kann. Also bedanke ich mich dafür, dass ihr uns auch dieses Jahr unterstützt. Sehr gerne machen wir das. Und jetzt Fixpunkt von uns, 1.000 Euro. Wir geben auch ein zweites Mal noch Geld weiter an das Feministisches Frauengesundheitszentrum e.V., kurz FFGZ. Leider kann von diesem Verein niemand heute hier sein. Deswegen wird unsere liebe Schwester Suzette ein Grußwort, das sie uns geschickt haben, kurz verlesen. So, der Betreff, Dank für die großzügige Spende. Liebe Schwestern des OSPI e.V., mit viel Freude und Dankbarkeit haben wir eure Mitteilung über die Spende in Höhe von 1.000 Euro erhalten. Wir sind berührt von eurer Unterstützung und Anerkennung unserer Arbeit. Das Feministische Frauengesundheitszentrum e.V., FFGZ, steht seit 50 Jahren für Kompetenz und Erfahrung im Bereich der Frauengesundheit. Unser Motto lautet: Frauengesundheit in eigener Hand. Seit 1974 bieten wir unabhängige, gesundheitsspezifische Informationen und Unterstützungsangebote an. Wir beraten diskriminierungssensibel und empathisch Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen, einschließlich nicht-binärer und genderfluider Personen. Unser Ziel ist es, Frauen in ihrer Kompetenz für ihre eigene Gesundheit zu stärken und ihnen Orientierung in einem immer komplexer werdenden Gesundheitssystem zu bieten. Unsere Arbeit reicht von Einzelfallberatungen über Informationsveranstaltungen, Workshops bis zu Vorträgen.
Durch unsere Beratung und Aufklärungsarbeit helfen wir dabei, unnötige Medikationen und Eingriffe zu vermeiden und zeigen alternative Wege im Umgang mit Beschwerden auf. Eure großzügige Spende wird einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass wir unsere Angebote weiterführen und ausbauen können. Habt ein tolles Tiergartenpicknick. Liebe Grüße, euer FFGZ-Team. Und auch an, den FFGZ-Verein gehen 1.000 Euro. Zaubermäuse. Das Warten hat auch ein Ende. Ihr könnt wieder zum Ausschank und zum Buffet. Prost und guten Appetit!